Willkommen zur Top 5 Show bei Pearl TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Pearl. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dran geblieben sind hier zu unserer Top 5. Und heute haben wir eine ganz besondere, die Top 5 der Notebooks und Zubehör. Und ja, viele, viele unserer Stammzuschauer wissen, wir haben die immer zu besonders günstigen Preisen. Wenn es um Notebooks geht, natürlich wegen unseren geprüften Leasingrückläufern. Und wenn es um Zubehör geht, da sind wir sowieso ja fast nicht zu schlagen bei dem beim Preis-Leistungs-Verhältnis von Zubehör. Welche Produkte es auf Plätze 5 bis 1 geschafft haben, das ist jetzt noch ein bisschen Geheimnis für Sie. Ich weiß es schon, aber ich kann Ihnen sagen, es sind wirklich 5 faszinierend tolle Produkte. Und ich würde sagen, wir warten auch nicht lang, sondern beginnen gleich mit unserer Hitparade. Hier ist Ihr bzw. unser Platz Nummer 5. Ja, und wir beginnen gleich diese Hitparade mit einem Notebook der Extraklasse. Hier haben wir, Carsten, einen Namen, zu dem man eigentlich gar nicht viel erklären muss. Das ist ein Dell. Ja, genau. Und Dell ist ja mittlerweile auch schon seit geraumer Zeit der absolute Branchenprimus, also der Marktführer in den Vereinigten Staaten. Und wenn es mal einen hart umkämpften Markt im Bereich der IT, im Bereich der Computer gibt, dann sind es natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber Dell gibt es mittlerweile auch schon seit 1984. Und das, was Dell ganz einfach auszeichnet, ist eine unglaubliche und wirklich außergewöhnliche Materialqualität. Das war die Maxime vom ersten Tag an. Und Dell betreibt eine Politik, gerade wenn es um Rechner geht, die ich persönlich sehr bevorzuge oder sehr befürworte. Die produzieren zum Teil nicht selber oder entwickeln selber. Die schauen sich an, was gibt es auf dem Markt, gerade wenn es um Zubehör geht, beispielsweise hier diese Touchpads oder auch schon mal das ein oder andere Gehäuse oder ein paar Komponenten aus dem Innenbereich. Und da suchen die sich genau die Top-Anbieter heraus. Die absolute Elite, die packen die zusammen, das Beste vom Besten, das, was am besten zusammenpasst, und heraus kommt ein absolutes Spitzenmaterial. Jetzt sehen wir gerade den Preis, 359,50 €. Das wäre bei einem Neugerät nicht möglich. Was haben wir denn hier, Carsten? Nun, wir haben natürlich jetzt hier, und du hast es eingangs schon gesagt, als du von den Superpreisen gesprochen hast, einen unserer sagenumwobenen geprüften Leasingrückläufer. Und das sind hier Geräte, die von großen Firmen nach ungefähr 2 Jahren Leasingperiode wieder zurückgenommen werden, aus steuerlichen Gründen. Werden die geleast und nicht einfach nur gekauft. Das wäre eine zu große Kapitalbindung. Und dann schlägt unsere große Stunde. Wir haben einen Drittanbieter ins Boot geholt, schon vor einigen Jahren. Ist einer der größten Wiederaufbereiter Europas. Und der schaut in ungefähr 300 Prüfschritten nicht nur nach der Optik der Geräte, sondern, und das ist natürlich für unsere Kunden entscheidend, besonders nach der Technik. Und alles das, was nicht der Kategorie A bzw. A+ entspricht, beziehungsweise der ersten Wahl entspricht, wird radikal aussortiert, sodass bei uns auf den Tisch und natürlich auch für unsere Kunden nach Hause nur die absolute Top-Qualität jetzt kommt. Gibt es Menschen, die sagen, und das höre ich auch immer wieder, die sagen, ja, du, so ein Leasingrückläufer, da ist doch die Technik veraltet. Aber da können wir sagen, ganz im Gegenteil, oder? Blödsinn. Also da muss ich ganz klar intervenieren. Im Moment sind also die Intel-Prozessoren, i3, i5, i7, das Maß aller Dinge. Das ist schon seit einigen Jahren der Fall und das wird auch sicherlich noch viele Jahre so bleiben. Da hat sich die Entwicklung ein Stück weit festgefahren. Was allerdings hier und da noch weiterentwickelt wird, ist der Arbeitsspeicherbereich. Eigentlich uninteressant. Es geht nur eigentlich darum, dass wir hier perfekte Technik haben. Hier ist beispielsweise der i5-Prozessor drin mit einer tollen Taktung. 4 GB Arbeitsspeicher sind branchenüblich, sind marktüblich, auch für einen Preis von normalerweise um die 1.500 € neu. Das wäre auch der Preis für dieses Gerät hier. Hier haben wir doppelt so viel Arbeitsspeicher und das macht das Gerät noch mal etwas schneller. Hinzu kommt eben die tolle Materialauswahl. Auch hier entsprechend eine verstärkte Außenhülle, spritzwassergeschützt die Tastatur. Und wir reden hier von einem Gerät der Latitude-Serie. Das ist der E6320. Und ich glaube, da haben unsere Kunden hier und da schon mal ein Stück weit auf das bevorstehende nächste Schuljahr, vielleicht auch mal an die Kinder gedacht, für die weiterführende Schule. Denn hier haben wir ein Gerät, was ein bisschen kleiner ist von der Bildschirmdiagonale als die üblichen 14 Zoll, die meistens gekauft werden. 13,3 Zoll sind knapp 34 cm in der Diagonale. Perfekt also auch mal für den Schulranzen oder für den Rucksack. Gerade so 5., 6. Klasse, spätestens aber dann so 8., 9. Klasse. Da kommst du auch als Schüler ohne einen Computer nicht mehr wirklich hin. Du kriegst heutzutage also auch mal deine Daten, deine Hausaufgaben und dergleichen einfach
einfach mal hier dazu. Und da kannst du natürlich hier hervorragend mit arbeiten. Und das mit so einem ausgereiften Gerät. Jetzt sehen wir hier die ganzen technischen Daten eingeblendet. Ja. Und natürliche Webcam drin, Bluetooth-Fähigkeit, klar. DVD-Brenner ist mit drin. Aber was mich hier auch fasziniert, hier ist auch noch die allerneueste, aktuellste Festplattentechnologie. Ich wusste, dass du mich darauf ansprichst, Ralf. Deswegen habe ich ganz einfach mal eine mitgebracht, damit wir uns die mal anschauen können, wie sowas aussieht. Wir hatten also in den Jahren zuvor sehr, sehr zuverlässig und sehr zufriedenstellend die sogenannten Hard Disk Drive, die HDD-Festplatten. Ja. Die waren etwas knackiger, etwas größer von der Gesamtgehäusesituation. Mittlerweile arbeitet man mit den sogenannten Solid State Drive, mit den SSD. Und die sind, wenn wir hier mal reinschauen, ähnlich aufgebaut, also auch mal wie ein Speicherstick zum Beispiel oder wie eine Speicherkarte, die man aus einem Camcorder oder auch mal aus einem Navigationsgerät oder auch mal aus dem Handy kennt. Mhm. Die sind wesentlich leichter, die sind wesentlich robuster, weil sie keine beweglichen Teile mehr haben, wie wir hier sehen. Man kann wesentlich schneller darauf zugreifen, also die Lese- und Schreibgeschwindigkeit ist um ein Vielfaches verbessert worden. Und es macht das Gerät natürlich etwas schlanker, etwas leichter und bei weitem auch nicht mehr so temperaturanfällig, wie jetzt die etwas älteren Geräte ihrer Zunft. Fantastisch, hier die neueste Technik mit drin, das neueste in Sachen Betriebssystem. Hier haben wir Windows 10 schon drauf spielen lassen, Professional natürlich, plus eine Jahreslizenz für einen Antivirenscanner. Wir haben hier mit 256 GB auf der modernen Festplattentechnologie auch reichlich Speicherkapazität für unsere Kunden. DVD-Brenner ist mit drin und noch jede Menge Extras mehr. Eine Webcam zum Beispiel, Bluetooth-fähig ist er für den kabellosen Datentransport, ist an alles gedacht worden. Und sie sind natürlich auch auf der sicheren Seite durch die obligatorischen 24 Monate Gewährleistung. Antivirensoftware ist auch noch drauf. Diesen Rechner, diesen Dell Latitude der Extraklasse, bekommen Sie mit der Bestellnummer REF 1293 und die 569 für gerade mal 359,50 Euro. Kommt also auch noch versandkostenfrei zu Ihnen. Aber wenn solche Geräte bei uns in den Top 3 oder Top 5 auftreten, dann hat das einen kleinen negativen Hinweis noch zur Folge, weil dann ist er bald ausverkauft, weil wir kriegen die natürlich nicht unbegrenzt. Es gibt eine begrenzte Menge von diesem Gerät und wenn die weg ist, ist sie weg. Also nochmal die Bestellnummer REF 1293 und die 569. Also es geht schon richtig mit heißer Technik los hier, aber glauben Sie mir, es geht auch rasant weiter. Hier ist Platz Nummer 4. Ja, und viele haben diesen Moment schon erlebt, wenn der Rechner, der Desktop-Rechner oder auch der Laptop einfach mal defekt ist und ich keinen Zugriff mehr auf Festplatten habe. Aber dieses Gerät ist dann natürlich der Retter in der Not. Das ist ganz klar. Ich sag mal, der Speicher ist eben nur mal begrenzt. Das kennen wir von modernen Smartphones. Du hast da 16, 32, 34, 64 GB Speicher drauf. Und irgendwann ist dieser Speicher ganz einfach mal voll mit ihrer Musik, mit ihren Daten, mit ihren eingescannten Unterlagen, natürlich auch mit dem, was man eben an anderer Stelle speichert, Fotos und Videos und dergleichen. Und da arbeitet man eben ganz gern und die Möglichkeiten gibt es, Gott sei Dank, mit externen Festplatten. Ja? Jetzt findest du aber irgendwo vielleicht auch in der Schublade diese Festplatten jetzt hier und denkst dir, ja klasse, super, stimmt, ich hatte noch irgendwo eine oder vielleicht auch zwei rumfliegen, aber da steht ja nicht drauf, was tatsächlich an Daten drauf ist. Du weißt auch gar nicht, ob sie noch wirklich funktioniert, vielleicht liegt sie schon ein, zwei Jahre da. Und deswegen gibt es diese sogenannten Universaladapter, in diesem Fall für die IDE und SATA Festplatten. Das sind die gängigsten Modelle mit 2,5 und 3,5 Zoll. Und du kannst natürlich jetzt hier also auch drei verschiedene Festplatten andocken, wie wir hier sehr schön sehen. Wird ganz einfach hier an dieser Stelle mit dem Rechner verbunden. Jetzt, du kannst nachschauen, was drauf ist, auch mal testen, ob die Karte funktioniert. Das ist ja jetzt wirklich perfekt, wenn ich sage mal, ein Laptop ist kaputt gegangen. Dann ärgerst du dich, weil du ja viel auf der Festplatte hast. Richtig. Die Festplatte ausbauen, das ist Stecktechnologie, das kann heutzutage jeder. Ja. Und dann kannst du jetzt die Daten wieder sichern, ohne dass du irgendeinen Informatiker beauftragen musst. Und genau das ist es. Das finde ich das Schöne. Es macht ganz einfach Spaß, Ralf. Viele machen sich auch mal eine Sicherungskopie von den Daten auf ihrem Rechner, was Sinn macht. Wenn so ein Rechner mal kaputt geht, kommst du nicht mehr wirklich an die Daten dran. Also rennst du wieder zum Profi, das kostet wieder Geld. Also packst du hier ganz einfach mal eine externe Festplatte dran und ziehst mal das, was du auf dem Rechner hast, ganz einfach drauf. Oder du lagerst mal die Unterlagen aus, die du nicht jeden Tag verwenden möchtest, weil du sie eben ganz einfach mal sichern möchtest. Oder du hast hier eine spezielle Festplatte für Fotos, für Musik oder für ganz bestimmte Daten. Nochmal, mit diesem Adapter kannst du interne Festplatten, die eigentlich fest verbaut werden, wie eine externe verwenden. Richtig, jederzeit andocken, sogar drei gleichzeitig. Und wir lesen gerade USB 3.0, wenn das Ihr Rechner kann, auch noch in dreifacher oder bis zu zehnfacher Geschwindigkeit. Richtig. Hier für unseren Festplattenadapter für IDE und SATA-Festplatten, egal ob HDD oder SSD,
Der kostet gerade mal 28,41 Euro mit der Bestellnummer PX4943 und die 569. Und wenn ich bedenke, dass ich damit jetzt aus verblichenen Computern unbezahlbare Erinnerungen von mir wieder sichtbar machen kann, wieder sichern kann, dann kannst du wirklich sagen, ein eigentlich in manchen Situationen unbezahlbares Gerät der neuesten Generation, USB 3.0. Hier auch nochmal erwähnt, alles Zubehör ist natürlich Neuware. Ja? Nur bei den Rechnern haben wir Leasing-Rückläufer. So, und jetzt sind wir auch schon auf dem Treppchen. Hier kommt Ihr Platz Nummer 3. Ja, und hier haben wir auch wieder einen Leckerbissen, einen ganz, ganz außergewöhnlichen Rechner, der schon mal durch die Größe besticht. Ja, wir hatten es eben mit den 13,3 Zoll bei dem ersten Modell, bei dem Dell Latitude. Ein bisschen kleiner als die marktüblichen 14 Zoll. Jetzt werden wir doch noch mal deutlich größer. Und ich sage Ihnen ehrlich, liebe Zuschauer, da hat Toshiba mit dem Satellite, dem Pro L770, ein wahres Schmankerl auf den Markt gebracht. Ein fantastisches Gerät, muss man ganz klar sagen, weil ich natürlich auch ein riesengroßer Fan von etwas größeren Bildschirm bin. Mhm. Wir reden hier von 17,3 Zoll. Also wir denken in Deutschland, ja, ist richtig groß. Ja. Wir denken in Deutschland im metrischen System. Deswegen in Zentimeter ausgedrückt sind das 44 Zentimeter, also nochmal 8 Zentimeter als die am häufigsten verkaufte Größe eines Laptops. Macht das Gerät natürlich vom Gehäuse her etwas größer, aber die Satellite-Serie von Toshiba ist wirklich bekannt dafür, dass sie nicht nur ausgesprochen ausgereift und robust ist, sondern auch noch schön schlank gebaut wurde, sodass man also hier nicht unbedingt so mit so horrenden Gewichten durch die Gegend laufen muss. Es gibt viele, die mögen etwas größeren Bildschirm, gerade auch bei Video, bei Fotobearbeitung. Natürlich. Du hast etwas mehr Bild zur Verfügung, hast eine tolle HD-Plus-Auflösung, also fantastisch alleine von den grafischen Anforderungen. Und auch hier bitte einen der modernsten Prozessoren, die momentan auf dem Markt sind, der Intel Core i3. Mit einer ordentlichen Taktung drin, auch hier 8 GB Arbeitsspeicher, nochmal die doppelte Menge als marktüblich. Du hast die 240 GB ebenfalls auf dieser schlanken SSD-Festplatte mit drauf. Übrigens hat unser Drittanbieter, das heißt unser Wiederaufbereiter, hier Neuware verbaut. Das heißt, die alte Festplatte rausgenommen und eine neue SSD-Festplatte reingepackt. DVD-Brenner hat er natürlich. Wir sehen im oberen Teil Webcam, auch mal zum Telefonieren über das Internet, zum Chatten und dergleichen. Der hat einen DVD-Brenner mit verbaut, einen Card-Reader, dass du auch mal deine Speicherkarten aus dem digitalen Fotoapparat, aus dem Camcorder direkt ins Gerät reinpacken kannst, um deine Daten leichter zu übertragen. Stereo-Box noch mit drin. Also gerade wenn es um Entertainment geht, für die, die es gern ein bisschen größer mögen, ist das Toshiba Satellite eine echte Kaufempfehlung. Ja, also absolut. Er sieht auch beeindruckend aus. Ich muss auch sagen, mir gefällt diese leichte Struktur auf dem Gehäuse, also auch toll, optisch, ne? Ein absoluter Leckerbissen. Und da sehen wir es natürlich auch wieder Markenware von Toshiba. Den bekommen Sie jetzt für 469,50 Euro, was ein absoluter Schnäppchenpreis ist. Da sehen Sie, der ist auch nagelneu bei uns im Programm. Jetzt schon auf Platz Nummer 3 hochgeschossen. Das heißt, den werden wir gar nicht oft anbieten können. Dann ist er ausverkauft. Sie können ihn bekommen mit der Bestellnummer REF 1325 und die 569. Aber Carsten, das ist ja jetzt wohl der günstigste Weg, um meine Kinder oder Enkel mit Laptops zu versorgen, wenn sie richtig. Jetzt zum Beispiel die nicht nur wollen, sondern sogar brauchen, weil die Schule jetzt gerade wieder losgeht. Und das ist es gerade. Ich sag mal, mein Sohn hat jetzt noch gut 2 Wochen Ferien, dann ist auch wieder Feierabend. Da geht es in die 6. Klasse rein und der hatte in der 3. Klasse in der Grundschule schon die Computer-AG. So ein bisschen auf Tetris-Niveau, muss man sagen, klar. Aber in welcher Zeit leben wir? Also heutzutage kommst du ohne Computer einfach nicht mehr weiter. Egal, ob du als Erwachsener Online-Banking machst, mal eben kurz in die Wettervorhersage schaust, eine schöne Online oder online eine schöne Reise buchen möchtest oder eben im Schulbereich deine Hausaufgaben oder deine Referate hier über einen Rechner machst. Du musst recherchieren. Damals hast du in Duden geschaut, bist an eine Schrankwand gegangen. Da war also einiges mehr zu tun. Heute hast du die ganzen Daten über das Internet, wann immer du möchtest, wann immer du online bist, ganz einfach griffbereit. Und das wissen die Kinder zu schätzen. Und wenn zwischendurch, auch das sei ihnen gegönnt, man nicht unbedingt immer nur gelernt oder gemacht, gearbeitet werden soll für die Schule, sondern auch mal ein bisschen gezockt werden soll. Schönes Computerspiel zum Beispiel. Warum dann kann man nicht? Das hier natürlich auch machen. Und ich glaube, das macht dich zu einem Vorzeige-Opa, gerade bei den Enkeln. Ja, und es spricht ja nichts dagegen, dass auch Kinder mal ein bisschen Spiele spielen, natürlich. Weil dann lernt man natürlich spielerisch den Umgang. Aber hier lernen Sie auch, wie man sparen kann, weil ich sage das immer sehr gerne, diesen Satz, wer Leasing-Rückläufer kaufen, ist cleveres Kaufen. Und wie clever das ist, dass Sie jetzt auch noch Pearl TV schauen, das sehen wir mit einem Blick auf pearl.de. 499,90 Euro ist dort der Preis. Ja. Der ist
ist schon extrem günstig für dieses hochwertigste Gerät mit aller neuester Technik. Sprich nur auch von der neuen SSD-Festplatte. Aber wir können hier im TV-Sonderpreis nochmal 30 Euro im Vorbeigehen sparen. Und das ist eben das Besondere hier, dass wir diese TV-Sonderpreise haben. Und da würde ich jetzt sofort ans Telefon gehen, wenn Sie sagen, jawohl, 17,3 Zoll mit neuester Technik möchte ich haben. Ich stehe drauf. Meine hat gut 15 Zoll Größe und ich muss zugeben, selbst da komme ich mitunter schon mal an meine Grenzen, wenn ich die Brille im Auto habe, wie ich es häufiger dann immer vorfinde. Da liegt sie gut, um meine Mutter wieder zu zitieren, liebe Zuschauer. Das ist natürlich wirklich mal ein richtiges Highlight. Und denken Sie wirklich mal in Ruhe drüber nach, auch mal als Zweitgerät für zu Hause, für die Erwachsenen. Du hast einfach ein bisschen mehr Bild zur Verfügung und das in HD-Plus-Qualität. Windows 10 schon drauf und wir alle unsere Geräte natürlich auch mit einem Antivirenscanner ausgestattet. Und bitte, wir werden immer wieder gefragt, das ist kein Abo, was sich automatisch verlängert. Das wäre meines Erachtens auch fatal. Das läuft nach 12 Monaten automatisch aus, es sei denn, Sie werden aktiv und verlängern es aktiv. Aber Sie sind innerhalb dieser 12 Monate vor Viren, Trojanern und allem geschützt. Das tolle Variante toll. Hier. Und 24 Monate Gewährleistung haben Sie auch noch. Die Bestellnummer, die REF 1325 und die 569. Der Preis jetzt gerade mal 469,50 Euro. Also auch hier Porto und Versandkosten frei. Nagelneu bei uns im Programm und schon auf Platz Nummer 3. Das heißt, wer dieses Sahnestückchen haben will, der sollte schnell genug sein, weil der wird ganz, ganz schnell ausverkauft sein. Dessen bin ich mir sicher. So, es geht jetzt aber Richtung Ende. Wir sind schon auf Platz Nummer 2 angekommen. Hier ist Platz Nummer 2. Ja, und da muss ich sagen, Carsten, ich habe dieses Produkt gesehen, wir werden es gleich hier auch sehen, und habe es sofort gekauft. Also ich betreibe meinen Rechner jetzt immer mit dieser Unterlage. Ja, und das ist ein entscheidender Punkt. Wir haben eben über die Hitzeentwicklung eines Laptops gesprochen. Wir haben zwei davon. Und es ist mitunter so, dass Sie die Erfahrung wahrscheinlich zu Hause auch mal gemacht haben, dass wenn Sie so einen Laptop mal abends auf dem Sofa auf den Beinen stehen haben oder mal abends im Bett noch mal eben schnell ein bisschen was surfen möchten, ein bisschen was vorbereiten für den nächsten Tag oder eben mal kurz in die Wettervorhersage schauen oder mal eben kurz Ihr Depot verwalten, mal eben kurz eine Überweisung machen möchten, dass die Dinger ganz schön warm werden können. Ja? Also mir sagte mal eine gute Freundin, wenn sie da im Sommer da mit blanken Beinen da mal auf der Terrasse sitzt, dann ist das schon ein kleines Heizöfchen, so ein Teil. Und das tut natürlich nicht nur den Beinen oder den Menschen auf Dauer nicht unbedingt gut, das tut auch der Technik nicht wirklich gut. Wir kennen es von Handys. Wenn es da zu heiß ist draußen, dann fahren die mitunter sogar eigenständig runter zum Schutze der Technik. Das machen die 2-3 Mal und irgendwann passiert da gar nichts mehr. Und wenn man seinen Rechner einfach langlebiger halten möchte, wenn man also diese feine Technik, die da drin steckt, etwas mehr schützen möchte, sorgt man für eine ausgeglichene Temperatur. Jetzt kannst du natürlich auch ins Kühlfach gehen und vielleicht mal einen leicht gekühlten Akku drunter legen, was ich vermeiden würde. Oder aber du nimmst dir ganz einfach eine Unterlage wie diese jetzt hier. Diese Unterlage hat 5 Ventilatoren. Die laufen absolut flüsterleise. Du hast sie gerade angedockt. Per USB werden sie mit Strom versorgt. Und hier wird der Rechner ganz einfach von unten gekühlt. Tut der Technik gut und hält die Technik länger am Leben. Unglaublich effektiven Carsten. Weißt du, was mich ja auch überzeugt hat? Du brauchst ja hier einen USB-Steckplatz. Ja? Ja. Aber du verlierst keinen USB-Steckplatz, weil hier auch wieder am Gerät selber dann ein neuer USB-Steckplatz auftaucht. Also auch das ist durchdacht. Und die die Ruhe. Ja? Weil ich habe ihn jetzt, Sie haben es vorhin vielleicht gesehen, ich kann hier auch die Laufgeschwindigkeit, also die Intensität durch dieses Rad hier verstellen. Aber du hörst ihn nicht. Und das finde ich so phänomenal. Und von mir gibt es da auch absolut Daumen hoch. Also ich bin begeistert davon. Man merkt das auch so, wie eine leichte Kühle hochkommt. Und somit schütze ich eben mein Gerät vor Überhitzen. Was ich ganz schlimm finde, wenn Leute so wirklich auf dem Sofa sitzen, weil du dann die Lüftungsschlitze auch oftmals zumachst. Die gehen immer zur Seite weg. Kann er überhitzen. Hiermit passiert das nicht mehr. Ist auch für Sie auf dem Schenkel oder im Bett oder wo immer Sie arbeiten, wesentlich angenehmer. Und Sie bekommen dieses Kühlpad mit der Bestellnummer HZ2810 und der 569. Auch hier sei noch mal betont, natürlich Neuware, auch wenn der Preis das nicht vermuten lässt. 14,16 Euro. Und übrigens, ich habe jetzt, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal für Freunde und Bekannte von mir kaufen müssen, weil die den auch unbedingt wollten. Ist übrigens geeignet bis 17 Zoll. Richtig. Also, ich habe auch so einen. Ja. Einen etwas kleineren für meinen 15 Zoller zu Hause, aber der geht natürlich auch mit 14 oder 15 Zoll, überhaupt keine Frage. So, und jetzt sind wir beim absoluten Spitzenreiter. Hier ist, das ist auch eine Rakete, Platz Nummer 1. Ja,
Und ich meine nicht diese Rakete, Diana ist natürlich auch eine Rakete, sondern ich spreche von diesem Notebook, das wir hier jetzt bekommen. Und da bleiben ja, Carsten, da bleiben überhaupt keine Wünsche, wenn man Wünsche an einem Notebook hat, mehr offen. Also als ich den das erste Mal in der Hand hatte, das ist jetzt 3-4 Monate ungefähr her, ich glaube, da standst du sogar neben mir, Ralf. Aber ganz kurz, ich sehe gerade, geht aus, also da ist es schon soweit. Wer den will, hören Sie ruhig noch zu, aber gehen Sie dann schnell ans Telefon. Entschuldigung, dass die unterbrochen habe. Halb so wild, also es ist eine gute Information für unsere Kunden, aber ich kann Sie da voll und ganz verstehen, dass Sie da so zahlreich zugegriffen haben. Vielen Dank für Ihre zahlreichen Bestellungen und ganz viel Freude mit dem Gerät. Ich hatte das Leuchten in den Augen, Ralf. Du weißt, ich bin aus persönlichen Gründen ein riesengroßer Fan von Hewlett-Packard. Ich hatte die Gelegenheit, Gott sei Dank, muss ich sagen, verschiedenste Modelle auszuprobieren, aus privaten Beziehungen her, raus, weil da einige also auch damals im Vertrieb von Hewlett-Packard noch in Köln gearbeitet haben. Die sind dann irgendwann nach Düsseldorf, nach Ratingen gegangen, wer sich ein Stück weit damit auskennt. Insofern hat sich diese Möglichkeit dann für mich dann nicht mehr ergründet. Aber diese Workstation jetzt hier, das ist mal ein richtiges Highlight. Das ist mal ein richtiges Fund. Also wenn du wirklich einen Rechner haben möchtest, der wirklich alles kann, der groß ist, der leistungsstark ist, der ausgereift ist und der dir auch in den nächsten Jahren noch mit einem Material zur Verfügung steht, wo man einfach nur mit der Zunge schnalzen kann, da muss man sagen, dann ist diese Workstation von Hewlett-Packard genau das Richtige. Elitebook natürlich, auch hier wieder sehr verstärkt von der Außenhülle, spritzwassergeschützt die Tastatur, etwas größer mit fast 40 cm und mit dem Preisvorteil kaum noch zu überbieten. Bevor wir jetzt nochmal in die Details gehen, technischen Details, Neupreis von diesem HP, sehen Sie 2.500 Euro. Wir schauen auch mal auf Pearl.de, was er jetzt im Moment dort kostet. Ja, und da werden Sie sehen, 999,90 Euro. Und jetzt schauen wir mal auf den TV-Sonderpreis. Und der ist noch mal um 100 Euro günstiger. Und wenn ich mir das mal anschaue, so ein 100-Euro-Schein, den hat man gar nicht so oft im Geldbeutel. Also mir passiert das ganz, ganz selten. Ja? Und wenn man so viel Geld sparen kann, dann muss man doch einfach zugreifen, oder? Das ist es gerade. Ganz ehrlich, mit den 100 Euro wüsste ich schon richtig gut, was anzufangen. Da gehe ich lieber mit der ganzen Familie mal lecker was essen. Absolut. Oder mache im nächsten Urlaub vielleicht mal einen schönen Ausflug davon, liebe Zuschauer. Und Sie wissen das. Man hat natürlich in Deutschland ebenfalls das Handeln ein Stück weit eingeführt. Das liegt nicht unbedingt in unserer Mentalität, aber viele nutzen das aus, dass du hier und da nochmal ein paar Rabatte, ein paar Skontolösungen und dergleichen für diverse Artikel im Einzelhandel bekommen kannst. Versuch das mal in einem Elektronikfachmarkt. Jetzt haben wir aber hier Technik, die wirklich den vollen Preis von 2.500 Euro wert ist. Absolut, guck dir das an. Schauen wir uns das an. Guck mal hier, also zum einen das Beste, was momentan Intel zu bieten hat, das ist der Motor des Gerätes. Besser geht nicht, mehr kannst du für Geld nicht erwarten. Das ist der Intel Core i7 mit einer 4-Kern-Taktung. Also auch wenn du riesengroße Datenmengen verwendest und große Programme parallel laufen lässt, der lacht darüber. Windows 10 Professional, besser geht's im Moment nicht. Da hat Windows ein richtiges Fund rausgezogen, schon draufgespielt. 16 GB Arbeitsspeicher. Wir haben bei 8 GB schon gesagt, das ist doppelt so viel als marktüblich. Hier viermal so viel. Dann haben wir die 500 GB Festplattenspeicher. Ist unfassbar für den Privatmann. Also reichlich Reserve. Eine der besten Grafikkarten momentan auf dem Markt, die Nvidia Quattro mit 2 GB persönlicher Speicherkapazität, ein DVD-Brenner mit drin und. Also wir können uns abendfüllend drüber unterhalten. Wahnsinn. Die 2.500 Euro wir Neupreis sind absolut sind gerechtfertigt. Auf den letzten Stückzahlen. Mhm. Deshalb gehe ich ans Telefon. Aber es ist ja nicht alles. Wir kriegen auch noch Zubehör dazu. Das jetzt ist richtig, ja. Da kommt man sich manchmal vor wie auf dem Fischmarkt. Jetzt gibt es das noch dazu und das noch dazu. Drauf, und das ist hier alles mit drin. Das hast du jetzt mal hier eingepackt. Was jetzt haben wir natürlich zum einen die tolle Notebook-Tasche, wo natürlich auch mal ein 15,6 Zoll großes Gerät reinpasst. Und jetzt legen wir echt noch einen drauf. Guck mal hier, eine schöne Funkmaus kriegst du auch noch mit dazu. Modernste Dongle-Technologie, 10 Meter Reichweite, selbstverständlich ist alles mit dabei. Und damit Sie nicht jedes Mal lästigerweise die Kabel ziehen müssen, wenn Sie so einen Laptop, und dafür ist er gemacht, auch mal mobil einsetzen wollen, bekommst du von uns auch noch, und das ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, die Docking Station dazu. Noch mehr Anschlüsse als am Rechner selber und du musst einfach nur entriegeln und dann nimmst du den hier an der Stelle, nimmst den Rechner mit und wenn du wiederkommst, dockst du wieder an, ist wie eine Zahnbürste auf die Ladestation stellen und alles ist wieder verbunden. Also wir haben jetzt diesen Hochleistungsrechner mit i7 4-Kern, mit 16 GB RAM, mit der Nvidia Quattro 2 GB Grafikkarte und. Wir haben eine Maus dazu, wir haben einen Notebook-Tasche. Wir haben eine Dogging-Station und das alles gibt es jetzt für 899,90 Euro. Ich muss aber noch mal sagen, ich habe es auch gerade noch mal die Durchsage bekommen. Wir sind auf den allerletzten Stückzahlen. Das ist das letzte Mal, dass wir diesen Rechner zeigen dürfen. Der ist nach der Sendung ausverkauft, wenn Sie so ein Sahnehäubchen wollen. Für weit unter 1.000 Euro, was absolut nicht üblich ist, dann sollten Sie jetzt sofort ans Telefon.
Telefon gehen. Also da bitte wirklich nicht mehr zögern, liebe Zuschauer. Ich habe da selber ein Auge drauf geworfen. Ich weiß, dass wir den nie wieder so im Programm haben werden. Erst recht nicht mit dieser Set-Zusammenstellung. Und nochmal, du sparst gegenüber Pöll.de nochmal einen satten Hunderter. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, dass das komplette Zubehör, Dockingstation, Laptoptasche, extra gepolstert und auch sehr wetterfest gemacht, plus Funkmaus und dergleichen, bei dem sowieso schon fantastisch ausgestatteten Teil, den du noch mit dazukommst, und dann sparst du gegenüber Pöll.de auch noch 100 Euro. Also wer wirklich was Außergewöhnliches sucht, wer nichts von der Stange will, sondern wirklich sagt, wenn schon, denn schon, nicht kleckern, sondern klotzen, dann sind sie mit dem Rechner ganz, ganz vorne mit dabei. Und das wissen auch andere, auch die Anschlüsse hier, die 3.0er-Anschlüsse, erkennbar an diesem blauen Balken im USB-Bereich, die sind schon sensationell. Also das ist ein Arbeitstier, muss man ganz klar sagen. Jetzt muss ich Ihnen aber die Bestellnummer natürlich noch sagen. Das ist die REF 1334 und die 569 und hier heute wirklich Wahnsinn. Für 899 Euro. Da steht da mein Name drauf. 90, da steht deiner drauf. Ja, nee, Ihrer kann gleich drauf stehen. In 2-3 Tagen ist es portofrei bei Ihnen. Das war sie, die Top 5 unserer Notebooks mit Zubehör. Also ich finde diesen natürlich auch diesen Adapter für Festplatten, finde ich der Hammer. Toll. Kann man immer mal wieder gebrauchen, und alle drei Notebooks waren ein Sahnestückchen nach dem anderen. Hier ganz schnell sein, wenn Sie den wollen. Der sind wir jetzt fast schon ausverkauft, also ran ans Telefon. Viel Spaß mit Ihrem neuen Rechner.